Hallo, liebe Tesla-Freunde. Ja, heute sind es die Tesla-Freunde. Hier bin ich nochmal, Tesla Markus. Heute gibt es eine tolle Nachricht von Elon Musk. Vor 2,5 Stunden, na, 3 Stunden sind es jetzt, ist es rausgekommen, dass der Vertrag von ihm verlängert wurde um weitere 10 Jahre. Und zwar, Elon hat sowieso kein Gehalt bekommen in dem letzten Vertrag und bekommt jetzt auch wieder kein Gehalt, sondern er bekommt Aktienanteile überschrieben, wenn gewisse Milestones, große Ziele erreicht werden. Und diese Ziele sind konkret festgeschrieben. Letztes Mal waren die Ziele den Wert der Aktien. 2012 war Tesla 3 Milliarden Dollar wert und hatte das Ziel, diesen Wert zu verzwanzigfachen. Das hat er erreicht. Also jetzt heute ist Tesla nicht ganz verzwanzigfacht, 59 Milliarden Dollar wert. Und er hat damit, ich glaube, 9 seiner Milestones erreicht. Es waren noch ein paar andere Milestones dabei. Ich glaube auch den pünktliche Start von Model 3. Ich habe es noch nicht nachgeschaut, aber ich meine, da ein Milestone hat er nicht bekommen. Und ich denke, das Board bei Tesla hat jetzt so entschieden, dass es Elon Musk ein richtig gutes Incentive gegeben werden muss, damit er weiter an Bord bleibt, um alles, was er angefangen hat, auch zu Ende zu bringen. Also nichts, dass er auf den Mars fliegt oder so, was die Leute alle so sagen. Der ist bald weg und er steigt aus. Also er bleibt weiterhin an Bord, ist verantwortlich für die Produkte und es kann ein neuer CEO eingearbeitet werden. Aber auch der neue CEO muss an Elon berichten, auch wenn er eine höhere Position im Unternehmen hat, rein rechtlich. Deshalb ist es eine gute Sache. Es geht weiter mit Tesla. Der Wert der Firma soll verzehnfacht werden in den 10 Jahren. Und damit wäre Tesla, weiß nicht, also nach heutigem Maßstab 5 oder 6 Mal mehr wert als der Volkswagen-Konzern. Und damit Tesla, Elon Musk, ich glaube, wenn man das dann ausrechnet, was für Aktienanteile hat, sind wir dann, weiß nicht, bei 30% in 10 Jahren. Puh, ja, einer der reichsten Männer der Welt. Soll er auch bekommen, das Geld, weil wenn er bis 10 Jahre bei Tesla bleibt und Tesla ist erfolgreich, dann ist die E-Mobilität auch erfolgreich und dann haben bis dahin auch andere Marken Autos rausgebracht, E-Autos und Tesla ist dann an der Spitze oder nicht an der Spitze, ganz egal. Auf jeden Fall ein florierendes Unternehmen, was diesen gesamten Markt angeschoben hat und dafür gebührt ihm hohen Dank. Ich habe diese Information von Electric, aber von der amerikanischen Seite und da steht es sehr neutral drin geschrieben, mit den Zahlen auch. Ich verlinke das hier unten. Könnt ihr euch nochmal alles anschauen und dann schauen wir mal, was die Deutschen dazu schreiben. Es gibt hier die deutsche Seite von heise.de, da steht im Grunde das Gleiche drin, bloß dabei soll er nur in Aktien bezahlt werden. Das heißt, die tun so, als wäre er vorher nicht, als hätte er vorher Gehalt bekommen. Hier steht auch, dass er sich auf die Führung der Raumfahrtfirma SpaceX konzentrieren kann. Das wird er machen, er muss aber parallel jemanden einarbeiten. So, da steht es auch noch mit dem 650 Milliarden Dollar und den 59 Milliarden heute. So. Gut, Heise hat das ganz kurz kommentiert hier oder berichtet. Dann gehen wir mal zu Spiegel Online. Bei Spiegel Online sieht es ein bisschen anders aus. Da steht es mal, ich lese es mal vor. Tesla-Chef Elon Musk soll für weitere 10 Jahre an Bord des Elektroautoherstellers bleiben. Künftig aber nur noch mit Aktien bezahlt werden. Wurde vorher auch nur mit Aktien bezahlt. Gehalt und Boni soll der 46-Jährige nicht mehr bekommen. Gehalt und Boni? Also Gehalt war nicht. Boni ist ja das Aktienprogramm. Das ist ja der Bonus praktisch. Teilte Tesla mit. An der Börse dämpfte das Spekulation, dass Musk sich auf dem Absprung befinden könnte. Die Aktie zog am Dienstag im Vorbord börslichen Handel um gut 1% an. So, Musk soll nur Aktien bekommen, wenn Tesla bestimmte Ergebnisse erzielt. Eine Aufgabe für ihn lautet dabei den Börsenwert des Konzerns. Also steht das gleiche drin, mit 650 Milliarden. Und hier steht es auch mit den Volkswagen, dass die zurzeit 115 Milliarden Dollar wert sind. Ja, er hat 20% Anteil von. Ja. Ich leugne das dann, wenn man das durchrechnet, dass er dann auf knapp 35% Anteil kommt. Und dann steht noch hier, die Tesla-Aktie hatte im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Gut. Also steht auch in dem Originalartikel hier von Electrek, steht auch nochmal die ganze Marktkapitalisierung drin. Und dass da durchaus auch Gewinn gemacht wurde, allerdings vor Abschreibung und Steuer und Zinsen. Ja, operativ ist es natürlich was anderes, weil da muss man ja die ganzen Investitionen abschreiben. Und das macht natürlich den großen Minusanteil aus bei Tesla. Aber das Gute daran ist, es ist auch Umsatz da.
Und mal sehen. Ich weiß nicht, es steht das nicht drin, wann die Gewinnschwelle erreicht werden soll. Ist halt so, wenn man was Neues aufbaut, man muss immer neu investieren. Ich wünsche Elon Musk viel Erfolg bei seinen weiteren Schritten als Chef von Tesla und hoffe, dass er alles hinbekommt, wie er sich das sich vorstellt und dass er der reichste Mann der Welt wird. Wenn das passiert, dann hat die Elektromobilität gewonnen und dann haben sicherlich auch alle anderen Volkswagen und Daimler und BMW und die Chinesen und die, ich weiß auch nicht wer, die haben alle tolle Elektroautos auf den Markt gebracht und wir haben hier in Rastatt dann nicht mehr so einen, ich sage es nicht Gestank, ich sage es Lärm, ja, diesen Lärm. Das ist ein bisschen neutraler. Macht's mal gut. Guter Tag heute. Bringt mich richtig hoch. Ich habe heute noch mein SAP-Video geschnitten. Das ist so gut wie fertig. Und habe noch ein kleines Vlog-Video reingehauen. Das ist gerade bei meinem Sohn zur Prüfung, ob er das überhaupt so gerne online hätte. Und wenn er ja sagt, ist das auch noch online heute oder morgen spätestens. Macht's mal gut. Ciao, ciao.